Willkommen bei BUS-TV, willkommen im Januar 2021. Draußen sind niedrige Temperaturen, 3 Grad ungefähr. Wir haben Schneeregen, das Wetter ist wirklich ungemütlich und es kann so ein bisschen auch aufs Gemüt schlagen. Das betrifft aber auch die gesamte Situation, denn heute am 19. Januar 2021 stecken wir immer noch drin in einer der größten Krisen, die die Welt und auch unser Land im Griff hat, nach wie vor. Ich bin heute an einem Ort, wo ich im Juni letzten Jahres schon einmal gewesen bin, nämlich in Krautheim. Und hier hat der Busunternehmer Lukas Kirchner seinen Sitz. Und ich habe ja im letzten Jahr eine Reise begleitet nach Kroatien. Es sollte eigentlich der Auftakt sein, sozusagen, der zeigt, es geht wieder los. Die Branche hat den ersten Lockdown überstanden und die Zeichen standen alle auf grün. Tatsächlich war auch die letzte Saison so leidlich gut. Viele Reisen konnten durchgeführt werden, wenn auch noch lange nicht in der Quantität wie im Jahr zuvor. Dann aber kam der Herbst und es zeichnete sich ab, die Politik hat in vielen Bereichen tatsächlich zu viel Zeit auch verstreichen lassen, hat die Krankenhäuser leider nicht so fit gemacht, wie es hätte eigentlich sein müssen. Und auch das Thema Pflegeheime ist ja nicht wirklich gut gelöst worden bis zum heutigen Tag. Und es folgte dann der nächste Lockdown. Ab dem 1. November ungefähr war es dann auch für die Reisebusbranche wieder so, der Stillstand. Ja, und hier stehe ich also jetzt auf dem Betriebshof und wenn man mal sieht, hier steht das Auto von Lukas. Es ist nicht abgemeldet, weil die ein oder anderen Bewegungsfahrten werden damit gemacht. Es gibt hier so eine spezielle Vereinbarung mit der Versicherung, sodass das Fahrzeug schon abgemeldet werden kann, temporär, aber eben nicht ohne Nummernschilder. Das erklärte aber gleich nochmal ganz genau, wie das funktioniert. Ich bin heute hier einfach mal, um zu sehen, wie geht es denn so einem kleinen Unternehmer, so einem jungen Unternehmer wie Lukas, der ja sein ganzes Herzblut in die Firma gesteckt hat. Wie kommt er klar, wie kommt er zurecht? Kommen denn Hilfen bei ihm an? Gibt es überhaupt noch Hilfen? Wie ist seine Perspektive? Was hat er sich vielleicht anderes überlegt? Wie geht es weiter? Diese Fragen werden wir gleich mal in dem Film beantworten. Na dann, ich würde sagen, wir wechseln die Kamera und die Position. Lukas, sag nochmal ganz kurz, also wir haben uns das letzte Mal im Juni gesehen. Wie ging denn die Saison 2020 weiter oder zu Ende für dich? Ja, wir sind ja ganz gut gestartet. Wir waren ja dann auch in Kroatien unterwegs. Danach war ich auch nochmal in Lago Maggiore, dann Mecklenburgische Seenplatte oben an der Nordsee. War alles soweit ganz schön. Auch die Gäste waren sehr zufrieden und waren sehr glücklich, dass wir gefahren sind. Ja. Dann war meine letzte Reise nach Slowenien. Das war dann so die 20.10. bin ich zurückgekommen und da war schon alles zu. Also ich bin wirklich auch einen Tag eher abgereist, weil Bergsgarten unten in Slowenien, alles wurde rot, die Zahlen sind massiv gestiegen und da habe ich gesagt, ich gehe hier kein Risiko ein, wir fahren. Waren auch alle meine Gäste glücklich darüber. Also die wären gerne länger geblieben, aber dass ich diese Entscheidung für den ihrer Sicherheit getroffen habe. Chiemsee konnte ich noch zwischenübernachten. Das haben wir dann noch, Zwischenübernachtung haben wir gemacht. Ja, und dann waren wir zu Hause. Dann habe ich nochmal eine Gruppe, die kam aus Sri Lanka. Und die habe ich vom Flughafen noch abgeholt. Und das war am 28.10. und seitdem 100%iger Ausfall. Überhaupt die Saison, die du fahren konntest im letzten Jahr, prozentual im Vergleich zum Vorjahr, wie viel hast du tatsächlich machen können? Also ich bin immer noch sehr erstaunt. Also wir konnten mit dem Reisebus ganze 40.000 Kilometer mit Busdemos und Werkstattbesuchen 2020 verzeichnen. Es ist aber nur vom Prozenten her gesehen nicht mal 24%, was eigentlich geplant war an Aufträgen. Das heißt, was du an Verlust bis dahin eingefahren hast. Genau, Gesamtverlustmenge ist das ja. Also da zählen die ganzen Schiffstransfere, die durch die hohen Kilometerlaufleistungen besser bezahlt werden müssen, wo man natürlich mehr Umsatz generiert, ist alles weggefallen.
paar Tagesfahrten, die bringen jetzt nicht so diesen Umsatzerlös. Die Fahrten, die du machen konntest, haben sie dir finanziell für deinen Betrieb helfen können? Auf jeden Fall. Ich konnte mir zwar keinen Lohn auszahlen, aber es hat mich so weit gebracht, dass ich meine Busraten zahlen konnte für den kleinen und für den großen Bus und soweit alle Fixkosten decken konnte. Es war natürlich immer noch ein Verlust, muss ich auch dazu sagen. Ich habe Überbrückungshilfe bekommen, aber ich hatte ja nur noch dann geringen Verlust, aber ich konnte ein bisschen aufstocken dagegen und das war dann schon so okay, dass man kostendeckend arbeiten konnte. Und da hatte ich auch gedacht, jetzt haben wir das überstanden, jetzt geht es so langsam weiter, wir kommen aus dieser Misere wieder raus. Aber dann zeichnete sich ja langsam wieder ein Bild ab. Wie gesagt, ich habe es am 29.10. über Facebook dann veröffentlicht. Da habe ich dann den Schritt mit einer der ersten in der kompletten Busbranche gesagt, ich fahre gar nicht mehr dieses Jahr. Also ich plane nichts mehr, keine Weihnachtsbesuche mehr, keine Weihnachtsfahrt und keine Silvesterreise. Und das 2 Wochen später haben sich, also peu à peu, haben sich immer mehr Kollegen angeschlossen, weil es nicht mehr ging. Man wusste auch nicht mehr wohin und man will ja keine Gäste jetzt gefährden und dass sie sich alle anstecken. Genau, es war ja auch ewig ein Hin und Her, wird es Weihnachtsmärkte geben oder nicht? Ja. Heute sind wir schlauer, wir wissen, sie haben nicht stattgefunden. Leider, leider. Ja. Also da hat man auch gesehen und da ist ein Riesengeschäft weggefallen. Also der Bus wäre ja nur gefahren. Als du gesagt hast, ich fahre nicht mehr, was hast du dir intern für eine Zeitspanne gegeben, in der du glaubtest, ab wann es wieder weitergehen könnte? Ja, das große Problem ist ja, nach Silvester gibt es ja für uns als reinen Bustouristiker immer so dann Saisonpause über Januar, Februar. Da tut man die Fahrzeuge warten, Überstunden abbauen und sich für das neue Jahr richtig vorbereiten mit dem Fahrzeug. Ich hatte schon dann so gesehen, am 20.02., dass es wieder vorwärts geht, dass ich wieder meine Frauentagsfahrt machen kann. Da feiere ich ganze 6 Tage nur Frauentag. Dann fahren wir Musicalreisen und all so ein Kram. Ja, aber ich sehe das jetzt alles zurzeit nicht mehr. Also wir haben auch zum Beispiel große Reisen ausgeschrieben. 12 Tage Norwegen, Mitte Mai. Leider, also meine Vermutung ist noch, dass ich diese Reise nicht durchführen werden kann, weil insgesamt fahren wir 4 Länder, weil ich fahre über Schweden, Norwegen und Dänemark zurück und Deutschland. Und überall sind verschiedene, ja, Bedingungen, wie man sich dran halten muss, und man weiß nicht, fährt eine Fähre oder ob das überhaupt möglich ist. Die Kundschaft ist mir treu geblieben. Das ist das Allerwichtigste, weil sonst wüsste ich nicht mehr, was ich machen soll. Die Reisen, die sind teils, teils noch ausgebucht. Die Kunden bleiben da dran und die wollen mitreisen. Das ist der große Vorteil. Ansonsten plane ich bis jetzt eine Auslandstour wieder, so wie 2020, wo es losging. Ja, Ende Juni nach Kroatien, für 8 Tage diesmal nach Dalmatien plane ich die erste große Auslandsreise wieder, die zum Glück auch schon über 30 Leute gebucht haben, die jetzt auch voriges Jahr mit waren und die haben gesagt, super Reise war das, und jetzt fahren wir noch ein Stück tiefer, lernen diese Gegend mal kennen und da haben sie gesagt, komm mal wieder mit. Hast du dieses Jahr einen Reisekatalog? Du kooperierst ja, glaube ich, mit einem Reisebüro, ne? Genau, ich habe mein Unternehmen ja so strukturiert, dass hauptsächlich das Busunternehmen auf Anmietbasis unterwegs ist. Ich habe aber ein Kooperationsreisebüro mir rausgesucht, was ein regionaler Anbieter ist und mit denen Touren ausgearbeitet und habe mit denen Kooperationen eingegangen, dass die mir die Reisen verkaufen. Ich führe die zu 100% auch durch und dadurch fahre ich die mit meinen Leuten. Aber einen Katalog dieses Jahr gibt Nein, es keinen. wir haben nur also einen Katalog weggelassen wegen Kostenmaßnahmen. Wir haben jetzt nur so einen 6-seitigen Flyer entwickelt, wo Tagesfahrten, Flugreisen, Schiffreisen und natürlich das Allerwichtigste für mich, Busreisen mit drauf sind. Aber ansonsten haben wir da jetzt, ja, online machen wir Marketing, aber mehr auch nicht. Zeit des Stillstandes, profitierst du von staatlichen Hilfen. Also es gibt ja ein super Programm, was angekündigt worden ist, also wo ich das gehört habe, diese 75% Umsatzausfall November
zack, dann wurde der Lockdown wieder verlängert. Dann ging es auf den Dezember noch zu. Da dachte ich, huh, das ist ja Wahnsinn. Weil zum Vorjahr, also 2019 gesehen, ja, das alles Kostending, man kann das alles gut bezahlen. Mein Problem ist zurzeit, der Antrag November wurde abgelehnt. Ich habe ihn nochmal neu beantragt und hin und her mit dem Steuerbüro, was man ja machen muss. Dezemberhilfe wurde jetzt genehmigt. Das ist auch mal wirklich so, dass ich einen Monat alles bezahlen kann. Das ist auch gut so. Ansonsten jetzt Überbrückungshilfe 3. Ist jetzt noch Stand 19.01. heute. Noch so, dass ich noch nicht hundertprozentig weiß, ob die meine Busfinanzierungsraten, nicht nur Leasing und Miete, übernehmen zu 90%. Wenn sie natürlich meine Kreditraten der Fahrzeuge übernehmen. Jedes Unternehmen, was die 10% nicht aufbringt, ist kein gesundes Unternehmen. Selbst nach dieser schwierigen Situation, wo wir jetzt ja, langsam in den 11. Monat reinschlittern, ist für mich, wie gesagt, kein gesundes Unternehmen und dann geht es halt nicht mehr anders. Also die 10% muss man aufbringen, entweder Eigenmittel oder das über einen Kredit. Das würde ich auch einsehen, das aufzunehmen, dass ich das halten kann. Aber ansonsten warten wir mal ab, wie das alles so noch kommt. Verlässt du dich nur auf staatliche Hilfen oder machst du vielleicht auch noch andere Geschichten, damit etwas Geld in die Kasse kommt? Ein ganz spannendes Thema. Also ich arbeite ja schon immer viel mit Unternehmern zusammen. Ich bin auf Anmietbasis Busfahrer gewesen, in Überlandlinienverkehr. Dann habe ich mit dem Landratsamt engen Kontakt wegen Verstärkerbussen. Da waren wir auch kurz davor, dass ich was bekomme für einen reinen Schülerverkehr. Das kam aber dann jetzt alles nicht mehr zustande. Ansonsten auch Zalando, Amazon, alles so Werkfahrten hatte ich jetzt auch versucht mit reinzukommen. Ist ziemlich schwierig, weil das jetzt alle versuchen, die mitdenken und machen wollen. Das ist halt ein Riesenpreiskampf. Und da habe ich aber auch gesagt, auf so einen Preiskampf lasse ich mich nicht ein, weil letzten Endes auf ein Minus vielleicht noch rauskommen, das bringt nichts. Ansonsten habe ich jetzt noch weiter geguckt, wie ich was machen kann, gestalten kann. Ich habe angefangen mit meinem LKW-Führerschein. Ich habe nämlich nur zurzeit einen Busführerschein und wollte in die Speditionsrichtung noch gehen. Ich habe da noch ganz gute Kontakte zu mehreren Spediteuren, die einen großen Fuhrpark haben, 100 Fahrzeuge aufwärts. Und mit denen bin ich in Kontakt getreten und habe mit denen gesprochen. Ich sage, wie sieht das aus? Die haben gleich gesagt, das handelt sich jetzt um Obst- und Gemüsefahrten und Getränkelogistik. Das läuft ja immer weiterhin. Leute müssen ja essen. Und die haben gesagt, ja, ein LKW oder zwei kann man dicke mit durchziehen. Und das, ja, da habe ich einen LKW-Führerschein angefangen und Theorieprüfung, alles super bestanden. Gleich beim ersten Mal war alles super. Und auch so einen Intensivkurs gemacht, dass man natürlich diese ganzen Grundaufgaben lernen tut. Da hat die Fahrschule extra noch was eingearbeitet. Ja, und jetzt stehe ich eigentlich nur noch vor der praktischen Prüfung. Dann kam aber jetzt die große Absage, 2 Tage vorher vor der Prüfung. Nein, die Prüfung kann nicht stattfinden, wegen den Corona-Schutzregeln. Theorieprüfung ist immer noch machbar. Das darf man alles machen, aber keine praktische Prüfung. Das heißt, dir fehlt eigentlich nur noch die praktische Prüfung? Ja, und dann könnte ich einen 40-Tonner LKW fahren und könnte natürlich dann mein Fahrzeug selber bewegen, weil ich habe jetzt selber ein Unternehmen, also eine Speditionsrichtung, was gegründet. Zurzeit läuft ein Miet-LKW. Da ist jetzt ein ortsansässiger LKW-Fahrer für mich in Einsatz. Bin froh, dass ich den habe. Der ist sehr zuverlässig. Und wir konzentrieren uns auch nur auf innerdeutschen nationalen Fernverkehr. Der ist von Montag bis Freitag gut unterwegs. Aber eigentlich wollte ich das ja natürlich selber fahren. Oder 2 Fahrzeuge bewegen, sodass genug reinkommt, dass ich trotz vielleicht ein kleines bisschen Staatshilfe alles selber bezahlen kann. Selbst wenn ich nichts verdiene, dass ich einfach nicht mehr abhängig bin von Überbrückungshilfe. Das war mir wichtig. Auch jetzt ganz viele Unternehmer, wo der Führerschein jetzt ausläuft, diese 95, diese Schlüsselkennzahlen, wir müssen ja alle 5 Jahre alles verlängern. Ja, viele, die kriegen jetzt von der Führerscheinstelle so einen tollen Schriebs, also einen Zettel, dass sie bis 30.06. auch das aussetzen dürfen, fahren können. Nur was ist, wenn das jetzt bis Mitte Juni keine
Weiterbildungsmaßnahmen eine Fahrschule machen darf, weil es gibt kein Online, wo man das machen dürfte, was ja eigentlich möglich wäre über auch so eine Schulcloud, wo man denen das unterrichten kann, Lenk- und Ruhezeiten auffrischen, Gesundheitswesen, Ladungssicherung, gibt's nicht. Wenn das wirklich bis dahin ist, es stauen sich ja immer mehr Fahrer und mit einmal müssen alle verlängern und dürfen aber vielleicht an dem Zeitpunkt, weil es da nicht nochmal einen Aufschub gibt, nicht mehr fahren. Und es geht aber eigentlich los. Das betrifft Lkw-Fahrer, das betrifft die ganzen Busfahrer, die ganzen Fahrschulen. Ich habe einen guten Fahrschullehrer bei mir hier im Dorf, der sagt auch, ich darf nicht arbeiten. Die Liste wird immer länger. Es kommen ja die ganzen neuen Prüflinge, es kommen dann die bedingt durch die Betriebe, diese Weiterbildungsmaßnahmen, gibt es alles nicht. Das ist ein Riesenrattenschwanz. Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst. Ja, das sehen viele nicht. Aber das sind jetzt auch alles so diese Probleme, die ich jetzt habe. Wie gesagt, ich habe soweit alles. Ich brauche nur noch die praktische Prüfung. Das ist eine Sache von zwei, wenn wir richtig viele Grundfahraufgaben machen wollen, 3 Stunden. Dann hätte ich alles fertig. Was wurde dir gesagt, wann ist die Prüfung möglich? Die DEKRA zum Beispiel aus Erfurt hat zurzeit gesagt, ab Mitte April schätzen sie, dass sie wieder den Betrieb aufnehmen dürfen. Sie versuchen aber noch was mit dem Land Thüringen auszuhandeln, was wirklich betriebsbedingt ist oder Existenz. Oder natürlich auch Feuerwehrleute. Jeder, der so ein Feuerwehrfahrzeug fahren möchte, der braucht einen Lkw-Führerschein. Ich habe einen guten Freund, auch meinen Kamerad. Ja, wir machen eigentlich gemeinsam Fahrschule. Bei uns gehen sie jetzt alle langsam in Rente. Wir haben bald keinen Fahrer mehr. Und dann, was wollen wir dann machen? Und da versuchen wir natürlich, dass wir jetzt dieses wie Art Schlupfloch zu bekommen, dass wir da unseren Führerschein machen können. Also zu Ende. Wie gesagt, wir haben alles. Nur noch das eine fehlt. Aber dennoch, auch wenn du jetzt einen Fahrer sozusagen beschäftigen musst, bleibt irgendetwas übrig, was dir als Unternehmen hilft? Ja, also jetzt ohne Lohn und ohne alles, da bin ich auch offen ehrlich, bleibt was hängen, gar keine Frage. Also ich habe zum Glück auch sehr gute Beziehungen, wie gesagt, in der Speditionsbranche, auch wenn das der eine oder andere nicht so glauben mag, weil dann könnten es ja alle machen. Ich habe gute, faire Konditionen von meinen Auftraggebern erhalten oder erhalte die und dadurch bleibt natürlich auch ein Unternehmergewinn hängen. Ich habe auch einen guten Unternehmer, der mir ein Fahrzeug vermietet, also Lkw mieten, Trailer mieten, ist schneller wie ein Bus. Und dadurch habe ich natürlich auch mein Risiko gesenkt. Also man sieht, so wie man dich auch letztes Jahr schon kennengelernt hat, du unternimmst wirklich Himmel und Hölle, setzt du in Bewegung, ja, ja. Einfach damit es für dich weitergeht. Wie siehst du denn für dich als Busunternehmen die Perspektive? Ja, die Perspektive, ja, das ist ziemlich schwierig. Also man hat ja zur Zeit, wirklich, wenn man da sitzt, man arbeitet auf ein Ziel hinaus und kriegt immer wieder so einen Detour, so einen Rückstoß. Das ist schon schwierig. Wie gesagt, da komme ich wieder drauf. Ich habe zum Glück eine sehr gesunde Familie, die hinter mir steht und viele Freunde, die ich leider gerade nicht treffen kann durch Corona. Und die Perspektive, wie gesagt, es wird schwierig. Mein großes Problem sehe ich auch noch. Beispiel, 30.06. laufen alle Förderungen aus. Keine Überbrückungshilfe wird mehr verlängert. Es wird langsam gelockert. Es gibt aber auch Unternehmer, die nicht gleich wieder so in Schwung kommen, für den Winter genug einzunehmen. Und dann, es wird bestimmt für den Winter nicht nochmal so ein Förderprogramm geben, was jetzt auf die Beine gestellt worden ist von der Bundesregierung. Da sehe ich ein großes Problem. Dann sehe ich ja auch noch alle Hilfen, was viele Unternehmer vergessen, was ich so höre in Kreisen, weil ich bin ja gut vernetzt, die bedenken gar nicht, dass alle Hilfen, die kommen, versteuert werden müssen. Klar, aus der Not heraus, das, was kommt und dann vielleicht viel zu wenig, muss ausgegeben werden. Aber das wird noch versteuert und das wird noch viele, ja, vielleicht das Genick brechen. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass alle da durchkommen. Ich kenne jetzt leider schon wieder 2 gute Partner, die aufgegeben haben, wo ich das wirklich nicht gedacht hätte, aber die sagen, Lukas, es geht nicht mehr. Ansonsten für mich, ich sehe mich gut aufgestellt. Ich habe ein gutes Partnernetzwerk. Die sehen meine Qualität, was auch Thema Reisebus angeht, dass ich immer erreichbar bin, immer arbeiten möchte und wie gesagt, mir immer neue Ideen ausdenke. Also ich habe zum Glück da meine festen Stammkunden, auch jetzt durch Corona,
Wir waren jetzt auch bei den Setra-Treffen. So welche Kontakte sind ja natürlich immer wichtig. Und da haben mich viele kennengelernt. Die sagen auch, Lukas, okay, wir haben selber einen großen Fuhrpark, 5, 6 Fahrzeuge, fahren einen riesen Katalog. Wir mieten aber auch oder beschäftigen auch Subunternehmer mit ihren Bussen. Schiffstransfer, Flughafen, mal eine kleine Fahrt. Die ganz großen kommt man natürlich nicht ran. Fahren die selber, ist ja auch okay. Aber da kann man vielleicht noch die ein oder andere Lücke oder Leerfahrt kompensieren, was auch natürlich noch ein Umweltaspekt ist, Leerfahrten so gering wie nur möglich zu halten. Und natürlich, das ist dann auch für ja, betriebswirtschaftlich gesehen super, weil man kriegt ja beides bezahlt, kann dann auch vielleicht noch etwas günstiger mit einsteigen, macht trotzdem einen guten Schnitt. Also ich sehe mein Unternehmen, gerade was jetzt auch Transportbranche angeht und die Reisebusbranche, mich sehr gut aufgestellt. Es sollte natürlich nicht nochmal so, also wir befinden uns natürlich jetzt gerade vor einem, ja wie sie immer ankündigen, einem Mega-Lockdown. Aber wenn sowas Beispiel Sommer oder nächstes Jahr im Herbst nochmal passiert, kann ich schon nichts garantieren, wie das dann ausgeht. Was erwartest du von der Politik? Ja, was erwarte ich von der Politik? Wäre natürlich schön, noch bessere, zielgerechtere Zuschüsse. Es ist ja jetzt gerade ein neues Programm, seit gestern online abrufbar, 18.01. ab 9 Uhr. War ein Antragsflut, absoluter Wahnsinn. Ich war um 10 Uhr dran, kann sagen, ich habe die 1779. Nummer bekommen. Ich habe gestern Abend aber kurz vor 23 Uhr in so einer Busgruppe bekommen von Unternehmern, dass manche schon kurz vor 5000 stehen. Das ist so eine Sache. Wenn ich jetzt mal einfach nur gesponnenermaßen, wir haben 9000 Busse, Reisebusse in Deutschland, mal diese 3 Monate, ziehen wir noch ein bisschen was ab, gehen wir von 15.000 Bussen aus, mal 6.000 Euro pro Bus, da sind schon bei 90 Millionen Euro. Und so viel, wie ich weiß, mehr ist glaube ich auch gar nicht im Topf. Aber wenn man jetzt die 27.000 Busse für die 3 Monate mal nur 10.000 Euro Vorhaltekosten, Leasingraten oder sonst was nehmen, also mal gleich ganz andere Summen, ne? 90 Millionen Euro mal gleich 3, ne? So, das ist schon ein gravierender Unterschied. Ich bin mal gespannt. Ansonsten, ich hoffe wirklich jetzt Überbrückungshilfe 3, dass die Bundesregierung nicht nur Leasingraten oder Mietraten erstatten, bezahlen, nämlich auch, dass Standardkredite bezahlt werden zu 90%. Dann bin ich auch ganz ruhig, also richtig ruhig, dann können wir hier ganz lange Lockdown machen, was ich natürlich hintenrum auch nicht so gut finde für die ganzen weiteren Generationen, wie meine Ur-Ur-Urenkel, die zahlen das mal irgendwann zurück. Aber in diesem Moment wäre das die große Hilfe. Apropos Hilfe, dein Auto, dein Bus, gibt es den noch? Ist der mittlerweile völlig zugewuchert oder kümmerst du oder schaust du manchmal nach dem Bus? Also was mein Bus natürlich angeht, der wird weiterhin extremst gepflegt. Also wir haben jetzt auch trotz dieser schwierigen Situation die große Wartung durchführen lassen. Wir haben sogar nochmal investiert in neue Corona-Pollenfilter. Natürlich alles nicht so billig, aber wir haben jetzt auch so einen Aufkleber, ein Zertifikat bekommen, dass wir da jetzt alles ausgestattet haben, sodass die Fahrt natürlich noch sicherer wird, obwohl wir natürlich mit Frischluft arbeiten, von oben und über den Boden wird es abgesaugt, sprich jetzt bei einem Modell Setra. Ansonsten ja, klemmen wir den natürlich regelmäßig an der Batterie an. Wir machen Bewegungsfahrten, wie heute zum Beispiel. Ganz wichtig, also ich verschiebe da auch keine Termine, das gibt es überhaupt nicht, auch wenn das Fahrzeug natürlich 100 Kilometer vielleicht gefahren ist. SB und HU-Termine, also TÜV, wird alles eingehalten und das sind halt so Bewegungsfahrten. Und maximal 2 Wochen bleibt der Bus stehen. Danach mache ich eine Bewegungsfahrt von ca. 50, 60 Kilometern, dass alles mal in Bewegung kommt, weil die ganzen Bremsscheiben, das verrostet ein, die ganzen Bremssattel, auch so, was Klima angeht, Motoröl und alles, das muss alles mal bewegt werden. Also das Fahrzeug dankt es dann ein. Also ich benutze dann auch mal alles und natürlich prüfe ich, also ich bin eigentlich alle 3 Tage spätestens am Bus. Da wird auch immer wieder die Reifen nachgeguckt und ist irgendwas oder sollte auch mal ein Marder vielleicht in den Motorraum gelangt sein. Ja, also das machen wir schon. Fahrzeugpflege steht immer noch ganz weit oben. Wir haben sogar Winterreifen drauf,
weil ich gedacht hatte, vielleicht kommt doch noch das eine oder andere, weil wir sind auch in der Kartei von der Bundeswehr mit aktiv, wo wir 2019 sehr viele Transporte gemacht haben, sollten jetzt irgendwelche Hilfsfahrten geschehen, sodass wir natürlich schnell oder Schienenersatzverkehr für ICE-Strecken, die ausfallen, dass wir Ferntouren übernehmen könnten. Deswegen auch die und ich hatte vorhin erwähnt, dein Fahrzeug ist nicht richtig abgemeldet. Kannst du das nochmal ganz kurz erklären, wie das funktioniert? Ja, also mein Fahrzeug ist nicht richtig abgemeldet. Also ich war nicht auf der Zulassungsstelle. Es läuft alles weiter so hin. Ich habe den Deal gemacht mit der Versicherung Dittmeier, wo ich bin, was auch schon im Frühjahr 2020 geschehen ist. Viele haben ja erstmal abgemeldet. Zack, sind gleich abmelden gefahren und ja, dann kam auch vielleicht doch die eine oder andere Fahrt oder Busdemonstration, wo wir hin wollten. TÜV, wie kommt man da hin? Rote Kennzeichen? Nee, Überführungskennzeichen, ziemlich teuer. Und da hat mir die Versicherung angeboten, Herr Kirchner, Sie können gerne das Fahrzeug stehen lassen auf dem Betriebshof, abgeschlossen. Sollten Sie mal eine Fahrt haben, bitte vorher anrufen und nochmal zur Sicherheit eine E-Mail von bis wann circa eintragen, das Fahrzeug in Einsatz ist. Und natürlich, wenn das Fahrzeug wieder auf dem Hof ist, dann auch nochmal eine E-Mail, sodass die schriftliche Bestätigung haben, sehen, aha, okay, von da bis da war das Fahrzeug in Einsatz. Wie heute zum Beispiel, TÜV-Termin war angemeldet und da wird auch nur dieser Zeitraum, also komplette 24 Stunden berechnet. Und da hatten wir auch erhöhten Versicherungsschutz. Sehr gut. Ja, man merkt, Lukas, du bist nach wie vor, finde ich, durchaus noch versprühst einen gewissen Optimismus. Den darf man niemals verlieren. Also das geht auch, das ist ein großer Appell an alle. Wir dürfen nicht aufgeben. So blöd wirklich, wie es ist. Wir müssen kämpfen, wir müssen positiv in die Zukunft gehen. Ich telefoniere regelmäßig mit vielen Unternehmern. Der eine, der kriegt jetzt im Februar einen neuen Bus. Der hat das natürlich alles nach hinten verschoben. Der sagt auch, ich war in der Lage, wo ich wirklich aufhören wollte. Dann hat er mit mehreren gesprochen und er sagte auch, ich habe jetzt so einen Optimismus und ich sehe das wieder und wir reisen und nein, wir machen jetzt hier weiter und wir kämpfen. Und also ich möchte mir das auch nicht nehmen lassen. Also den Standpunkt, den ich zum Glück jetzt kurz vor 25 Jahren mir erarbeitet habe, mit viel Fleiß, mit vielen guten Kontakten zum Glück, möchte ich jetzt nicht einfach aufgeben und Beispiel nur noch auf LKW fahren, umschwenken oder mich an der Kasse setzen, obwohl das sehr wichtige Berufe sind. Aber es ist nicht meins, es erfüllt mich nicht, das kann ich nicht lange machen. Also ich kämpfe und ich mache da weiter und ich ziehe da auch alle Partner so gut wie es geht mit durch und wie gesagt, pflege diesen Kontakt und rede mit denen. Und auch Weihnachtsgeschenke gab es, auch so schwer, wie es mir gefallen hat. Aber da habe ich auch, zack, nette Briefe verschickt, was viele jetzt natürlich auch eingespart haben. Ich habe mir gesagt, nein, das sind so kleine Punkte, ganz wichtig für mich, jeder von meinen Kunden, Partner kriegt einen Brief und ja, kann sich mal ein bisschen freuen. Ich habe den ein bisschen optimistisch geschrieben und alles. Ich denke mal, das ist schon der richtige Weg. Na dann, ich drücke dir die Daumen, uns allen. Genau, gucken wir mal, wie es weitergeht und wir werden dich im Blick behalten. Genau, Lukas. Erstmal bis dahin versuchen, schön gesund und munter zu bleiben. Und dann geht das ganz schnell wieder weiter. Unsere Gäste, die warten und die wollen in Urlaub. Genau. Na dann, vielen Dank. Ich danke.